3, 2, 1, 0! Es ist 6 Uhr morgens und noch recht ruhig in Salzburg. Einer aber steht jetzt schon unter Strom. Ja, puh, hab ich gedacht, müssen wir mal schauen, geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Auf die Idee muss man erst mal kommen und ich bin schon gespannt, ob es schafft. Es gibt wenige, die dieses Ziel so verfolgen wie der Müllner Franzi. Wie hat sich die Ausführungsrock Franz Müllner speziell auf diesen Weltrekordversuch vorbereitet? Für den Rekord habe ich einfach extreme Kraftausdauer gebraucht. Ich bin extrem viel am Radl gesessen, habe sicher am Tag bin ich zwischen 3 und 4 Stunden mit dem Mountainbike gefahren, habe Kniebeugen gemacht, Beinpress gemacht, auch für den Oberkörper trainiert. Aber was ich zusätzlich jetzt gemacht habe, das ist das Air Plus Gerät. Das ist ein Sauerstoffgerät, da kann man zusätzlich Sauerstoff einführen. Das ist, als wenn du in der freien Natur atmest. Ich fühle mich wohler, der Körper hat mehr Sauerstoff. Das ist aber kein Doping, muss ich auch sagen. Der Körper hat mehr Sauerstoff und da geht es mir auch besser. Für seinen 36. Weltrekord muss Extremsportler Franz Müllner Österreichs älteste Standseilbahn, die Salzburger Festungsbahn, 10 Meter nach oben ziehen. Ja, also wir stellen die Bahn eben halt nicht unten in die Talstation, sondern eben hier eigentlich mitten auf die Strecke. Das 6,4 Tonnen schwere Eigengewicht der Standseilbahn selbst wurde durch das Gegengewicht des zweiten Wagens ausgeglichen. Franz muss die Reibung der Umlaufrollen und des 180 Meter langen Stahlseils der Trasse überwinden. 3, 2, 1, 0! Geschafft! Nun aber knallen bei Franz sicher innerlich die Sektkorken. Ja, schon langsam merke ich, dass ich alt wäre. Ja, natürlich, es war schon heavy. Es ist, man muss sich das so vorstellen, als wie wenn ich einen LKW wegziehe. Immer wieder einen LKW wegziehen. Wenn ich das wegziehe, auf Sprossen zu Sprossen, muss ich immer wieder neu anziehen. Und das war eben die Herausforderung. Und die 10 Meter sind schon zart. 7 Meter war einmal relativ, aber ich habe mich noch überwunden. Das ist einfach die Willenskraft von mir und ich habe es dann wirklich die 10 Meter aufgezogen. Natürlich haben wir gesagt, das ist eine super Idee, wenn das möglich ist. Und wenn das einer schafft, dann wird das schon der Franz sein. Und wir haben versucht, dass das möglich wird. Ist ein cooler Typ, ja. Gefällt mir gut und er hat sehr viel Bezug nach Salzburg. Er war ja früher da am Mönchsberg unterwegs bei den Bergputzer. Grundsätzlich muss ich sagen, also ich habe mir schon gedacht, weil er hat sich ja vorbereitet, was ich weiß. Super Tag, super Erfolg für einen Weltrekord, habe ich gehört. Gell? Also ich muss ihm von ganzem Herzen gratulieren. Gründe manchmal aufzugeben, gab es sicher wie Moskitos in den Tropen. Aber niemals für die Austrian Rock Franz Müllner.